Ja, hallo, einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin heute an unserem Campus in Ismaning an der Hochschule für angewandtes Management. Ich werde in letzter Zeit immer recht oft gefragt, kann man bei euch auch in eurem Blended, in eurem semi-virtuellen Format auch Wirtschaftspsychologie studieren? Ja, das könnt ihr. Und ihr könnt auch den Abschluss machen, den akkreditierten Bachelor of Arts in Wirtschaftspsychologie. Der besondere Vorteil bei uns ist, wenn man diesen Studiengang sich ansieht, ihr könnt den Vollzeit machen, ihr könnt den Teilzeit machen und ihr könnt auch dual studieren bei uns, also neben der Arbeit. Unser Studienkonzept ist blended oder semi-virtuell. Blended heißt, ihr müsst im Semester dreimal eine Woche hier am Campus erscheinen, das ist die sogenannte Präsenzphase, und bei uns dann eben studieren. Die restliche Zeit im Semester passiert dann eben rein online oder im Blended-Format. Ihr geht auf eine Online-Plattform, bei uns ist das Moodle, und habt ihr unterschiedliche Lehr- und Lernmaterialien, Videos, vertonte Präsentationen, virtuelle Klassenzimmer, in denen dann ganz normal studiert wird. Der Vorteil von diesem semi-virtuellen Studienkonzept oder Blended-Studienkonzept, wie man das nennt, ist eben, dass ihr einen extrem hohen Freiheitsgrad habt. Das heißt, ihr könnt nebenher arbeiten. Ihr müsst gar nicht hier in München sein, ihr müsst nicht in Ismaning sein, ihr könnt auch aus dem Ausland sogar machen. Also die Hauptvorteile eines Blended Studium ist eben die Vereinbarkeit mit Beruf, Familie, Studium oder eben auch Sport, wenn einer ein Leistungssportler ist. Ja, und das Tolle bei uns ist alles sehr, sehr, sehr praxisnah, also alles sehr handlungsorientiert aufgebaut, und die Studiendauer für einen Bachelor of Arts in Wirtschaftspsychologie dauert bei uns 7 Semester inklusive eines Praxissemesters in Vollzeit. Studienorte sind einmal hier in Ismaning, in Berlin und in Una, und wir arbeiten an weiteren Standorten. Und am Schluss gibt es auch noch einen weiterführenden Master. Wichtig für das Studium der Wirtschaftspsychologie: braucht ihr bei uns keinen Numerus Clausus, und anmelden könnt ihr euch jetzt noch bis Mitte März. Was ich euch jetzt heute vorstellen möchte, ist ein weiteres Studienkonzept, das es jetzt schon im 4. oder im 5. Jahr gibt. Und zwar biete ich als Studienleiter hier bei uns einen sogenannten Branchenfokus an. Und der Branchenfokus heißt eben Kommunikation und Werbung, ist eigentlich ein Wirtschaftspsychologiestudium und schließt dann auch mit dem Bachelor of Arts ab. Und hier möchte ich euch einen kleinen Einblick geben aus unserem oder aus deinem Curriculum, wenn du dich entscheidest, hier bei uns zu studieren. Also es ist, wie gesagt, ein ganz normales Wirtschaftspsychologiestudium. Ich sage da einfach mal ein paar Module, damit du so eine gewisse Vorstellung hast. Also Themen sind einmal Grundlagen der Psychologie und wissenschaftliches Arbeiten, Organisationspsychologie, Sozialpsychologie, Kommunikation und Präsentation, also Schlüsselqualifikationen, dann natürlich Marketing, Marketing 1, Marketing 2, Grundlagen der Personalentwicklung und des Training und Coachings. Dann haben wir differenzielle Psychologie und auch psychologische Diagnostik, Personal, Personalmanagement, HR, Wirtschaftsmathematik und Statistik. Das muss natürlich sein, weil das braucht man als Basis. Teamentwicklung und Moderation, Grundlagen der Organisationspsychologie, Grundlagen der Markt- und Werbepsychologie, das ist also mein Bereich, da bin ich euer Studienleiter und kümmere mich darum. Business English, na klar, Grundlagen des Rechnungswesens muss auch sein. Dann haben wir ganz, ganz viele praktische Fallstudienmodule, anwendungsorientierte Module, Managemententscheidungen in Theorie und Praxis, Zivil- und Unternehmensrecht, Arbeitsrecht, Business English Nummer 2 und dann eben das Praxissemester. Und das Tolle ist, darum heißt es ja Kommunikation und Werbung, das heißt, ab dem 3. Semester spezialisieren wir dann deinen Fokus, und du hast halt einen riesengroßen Bereich, der in den Bereich des Marketing, der Kommunikation und der Werbung geht. Wir machen Marketingstrategien, Entwicklung von Marketingstrategien, Kommunikationsstrategien. Ich lege auch sehr, sehr, sehr viel Wert darauf, dass dieses Studium Kommunikation und Werbung eben heute den kompletten Bereich des Online-Marketing auch mitnimmt, erfasst. Und hier haben wir sehr, sehr interessante Vorlesungen, auch tolle Dozenten. Und wir machen alles, was im Online-Marketing heute up-to-date ist. Wir kümmern uns um
Website-Management, wir nutzen Tools wie von OnPage.org und so weiter und so weiter. Sehr, sehr viele Inhalte von Karl Gratz lasse ich hier einfließen auch. Und ja, es ist ein wunderschönes Studium, Kommunikation und Werbung. Also für alle, die dann später irgendwo in diesem Bereich arbeiten wollen, entweder in Firmen oder eben auch in einer Werbeagentur oder in diesen Bereich reinkommen möchten, ist es eben eine ganz, ganz tolle Ausgangsbasis, ein tolles Studium. Einmal Wirtschaftspsychologie an sich ist schon toll, aber dann eben noch, wie gesagt, hier, ich zeige es euch nochmal, ich hoffe, das kommt hier beim Video gut rüber, eben nochmal diese Branchenfokussierung mit Kommunikation und Werbung. Und naja, die beruflichen Perspektiven, was kann ich damit machen, werde ich sehr, sehr oft gefragt. Ihr könnt natürlich dann auch mit diesem Wissen in Marketingabteilungen gehen, gerade heute im Rahmen der digitalen Transformierung, im ganzen Bereich der Digitalisierung werden eben Leute gesucht, die das Online-Marketing beherrschen, die die digitalen Medien beherrschen, die Social Media beherrschen. Und da könnt ihr euch eigentlich eine gute Ausgangsposition hier mit diesem Studium schaffen. Also wie gesagt, ihr könnt in Online-Marketing-Agenturen später hineingehen, in ganz normale klassische Werbeagenturen, die natürlich diesen Bereich auch immer stärker benötigen. Ihr könnt in E-Commerce-Abteilungen gehen, ihr könnt den E-Commerce betreuen, ihr könnt Handelsmarketing machen. Also es gibt sehr, sehr, sehr viele Möglichkeiten, wo ihr mit dieser Handlungskompetenz und mit diesen Schlüsselqualifikationen, die ihr hier bei uns dann lernt, dann auch draußen beruflich recht gut unterkommt. Also wie gesagt, Kommunikation und Werbung als Branchenfokus, ja, es gibt es, und es gibt sogar in Kombination bei uns mit einem Wirtschaftspsychologie-Studium, und du kannst anschlussfähig hinterher dann eigentlich jeden Master wählen, der in diesem Bereich für dich interessant ist, und da machen. Der Abschluss, wie gesagt, akkreditiert, natürlich, ist klar, anerkannt, und es ist ein Bachelor of Arts, ein wirklich tolles Studium. Und überlegt euch einfach mal, der Witz, wie gesagt, der Witz, das ist auch die Empfehlung von mir, ist eben dieses semi-virtuelle Format, also blendet eben dieser Freiheitsgrad. Ihr kommt im Semester dreimal eine Woche hier rein, ganz normal, wie es an einer normalen Universität zugeht, von 9 Uhr bis 18 Uhr. Und der Rest passiert blendet auf einer Online-Lernplattform, teilweise im Selbststudium, teilweise gecoacht, teilweise mit virtuellen Klassenzimmern, dann treffen wir uns eben in einem Google Hangout. Also ganz, ganz, ganz toll. Ihr könnt euch hier in München einschreiben, in München Ismaning. Ihr könnt von Berlin aus studieren, da haben wir auch einen Campus, und wir haben auch einen Campus in Una. Und dieses Kommunikation und Werbung fokussiert aber eigentlich immer hier so alles auf München, aber ihr könnt eben von anderen Standorten eben auch hier nach Ismaning kommen und dieses Studium machen. Also, es würde mich sehr, sehr freuen, wenn Kommunikation und Werbung auch dein Wunschstudium ist, und wenn du da glaubst, du kannst hier in unserem semi-virtuellen Format hier mitmachen, dann würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ich dich hier begrüßen dürfte. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Informationen gegeben. Wie gesagt, ihr könnt gerne euch an der Hochschule für angewandtes Management detaillierter informieren. Ich werde auch unten hier unten mit dem Link den Link einsetzen. Ihr könnt gerne auf meinem YouTube-Channel euch nähere Informationen holen. Und wer Fragen zum Studium hat, also für mich, an mich, den Studienleiter, dann könnt ihr mich auch gerne anrufen. Ich gebe euch meine Handynummer, meine Mobile-Nummer. Die ist 0171 358 2159. Und wie gesagt, Branchenfokus, Wirtschaftspsychologie-Studium an einer Hochschule, voll akkreditiert. Wäre schön, wenn er da wäre. Ich bin jetzt hier gerade in unserer Cafeteria. Es ist noch nichts los. Es ist jetzt 8.40 Uhr, Samstag. Auch hier haben wir Vorlesungen und die Studenten werden gleich kommen. Und ja, jetzt muss ich mich vorbereiten und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen Informationen geben. Und wäre schön, wenn ich von euch höre. Also tschüss und noch ein schönes Wochenende.